Jo, wir sind hier heute bei die ollen Handwerkers. Das Teil kannte ich noch nicht, das ist komplett neu, das Gebäude. Das sind so diverse Handwerkerstände. Wir haben schon diverse Leute aus unserem Mittelalterbereich erkannt. Das ist das alte Hauptgebäude, da kommen wir auch noch hin. Und hier hämmert die Schmiede vor sich hin, da waren wir gerade drin. Ja. Guck mal, wir gehen jetzt ganz dicht ran an das flammende Inferno, um so ein bisschen Action zu geben. Uns haben aber die hier arbeitenden Minions haben uns eben schon versichert, dass gleich handgedengelt wird. Die Funken werden stieben. Wird leider, ich habe angeraten, das Ganze hier mal probehalber anzuzünden, damit es ordentliche Bilder gibt. Das wurde leider verneint. Es wurde nachdrücklich verweigert. Um auch keine Plattitüde auszulassen, man soll das Eisen schmieden. Ich sage, um auch keinen Flachwitz auszulassen, man soll das Eisen schmieden, solange es heiß ist. Ja, habt ihr noch nie gehört, ne? Warm. Wir schmieden sagen ja nur warm. Ach, Warmschmiede. Rotwarm und weißwarm und so weiter. Oha, ich lerne hier noch was. Ein älterer Herr hat sich mal so über einen Amboss gefolgt und gesagt, er war selber gelernter Schmied. Oh, das muss ich nachher rausschneiden. Das ist hier ab 12. Ach so, ja, die wissen aber gar nicht, was das ist. Guck mal, jetzt hauen sie da drauf. Au, 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 sagt das Eis. Sind doch mal Nägel hier in einer Größe für Männer. Ja, hier geht's hinein in die finsteren Hallen der Handwerker. Ja, was haben wir hier? Schuhmacherei, würde ich mal sagen. Das hier neben sieht gefährlich nach Druckerei aus. Und was haben wir denn da? Ich weiß nicht, irgendwie was mit Malerei, schätze ich mal. Holz, schönes Holz, schöne Werkzeuge. Drechseln, schnitzen, schneiden, Tischler. Ah, und da ist ein Tischler. Der ist auch schon seit über 200 Jahren in diesem Haus. Endlich mal ein Mann mit Werkzeug, mit vernünftigem Werkzeug. Ach, guck mal. Ich wünschte mir, sowas würde ich hinkriegen. Oder versage ich kläglich dran. Oh, aua. Oh, oh, das ist meine Sägesammlung. Und Bohrer von Hand und Hackebeilchen. Donnerkiesel. Falls ihr bei euch im Büro noch nicht genug Schreibmaschinen gesehen habt, sie stehen alle hier. Bakelit-Telefon. Das ist mal eine Schreibmaschine, meine Herren. Donnerknispel. Ach, da hinten lachen mich die. Ja, was sind das? Frühe 60er? Was du denn schon mal mit einer Rechenmaschine gehabt? Rechenmaschine. Ja, die Telefone meiner Jugend. An die Farben und an die Formen kann ich mich noch sehr gut erinnern. Unser allererstes Telefon früher. Das war das Weiße da, ne? So Bakelit. Richtig, also super, super Handlage. Ja, und die Kinder heutzutage, die wissen gar nicht mehr, wofür diese Wählscheibe da ist. Das hier, das sind bestimmt irgendwie so externe Glocken. Schon krass, ne? Das ist, ach, das ist so ein Vermittlungsdingsbums. Hier sind alle. Relais-Wählschränke oder Vermittlungsschränke, wie die heißen. Endamt heißt das. Ah, da oben steht's dran. Schon faszinierend, ne? Ach nee, und mit Kurbel haben wir auch. Hier in die Finsternis, da ist der Zeit nicht so richtig geöffnet. Krasses Ding. Was sich hier so alles gesammelt hat. Oh,
so ein Fernschreiber hier, so eine Kommode, hatte mein Onkel. Samt alten Fernschreiber, hat er mal vom Flohmarkt irgendwo gekauft. Hat sich dafür viel Geld so einen Funkempfänger dazu gebaut. Dann konnte er Funkfernschreiben abfangen und mit Tipps. Da habe ich einen Teil meiner Zeit mit verbracht. Fand ich sehr interessant. Historisches Fernmeldeamt. Nee, Fernmeldehandwerk heißt das hier. Schon faszinierend. Und hier ist dort Nähstübchen, weil die hier immer sagen, nee. Mit Webstühle. Aua. Tja, wie viel 100 Jahre macht sowas alt sein? So lange ist das ja alles noch gar nicht her, ne? Da ist die Aussteuer. Da wurde aus mit gesteuert. Ein Spinnrad für die Spinner. Und noch ein Webstuhl. Donnerwetter. Ach, kiek mal, olle Träggers. Mit hölzernen Fensterrahmen. Junge. Das war noch Zeiten wie damals, als Opa noch bei der Reichswehr war. Und uns Kaiser hat immer Geburtstag gehabt. Ja, nix GPS auf dem Trecker, ne? So. Ja, jetzt haben wir eins einmal gesehen. Ich wollte ja gar nicht so viel draus machen. Vor allem ist es warm. Warm, wärmer am wärmsten. Ab nach Hause mit Klimaanlagen. Puh, aber schön war's.